hofft hier auf etwas Leckeres. Mein nächster Gast tanzt regelmäßig an der Stange. Und wenn Sie jetzt denken, ja, das ist doch bestimmt irgendwas mit Stripclub, dann muss ich Sie enttäuschen, da liegen Sie gründlich daneben. Pole Dance heißt die Sportart, um die es jetzt geht. Und Sabine Dvorak aus Neuss gehört zu denjenigen Menschen, die den Stangentanz als professionellen Leistungssport betreiben. Sie ist zweifache Weltmeisterin in ihrer Altersklasse und war im Juli erst in Spanien mit großem Erfolg. Hier sehen wir sie bei ihrem Wettkampf in Tortosa. Dort hat die Pole-Sportlerin den zweiten Platz für ihre Nationalmannschaft, das Team in den USA, geholt. Jetzt ist sie bei uns. Seit 20 Jahren leben sie in den USA, machen gerade Besuch hier bei uns im schönen Westen bei ihren Eltern in Neuss. Genau. Schön, dass Sie vorher noch mal vorbeigekommen sind bei uns. Und erstmal Glückwunsch zu den vielen tollen Titeln, die Sie abgestaubt haben. Wie fühlt sich das an, wenn man so viele Titel in der Tasche hat? An sich ganz normal und ich denke da auch nicht zu viel drüber nach. Ganz ehrlich. Wirklich? Aber da steckt so viel Vorbereitung hinter, da steckt so viel Arbeit hinter. Und wenn man dann natürlich irgendwann so einen Titel mit nach Hause nimmt und man merkt, man ist mehrfache Weltmeisterin, da kann man sich doch auch mal auf die Schultern klopfen, oder? An sich schon, aber irgendwie auch, es gibt auch immer wieder mehr und besser. Wobei es ist auch ganz natürlich schon ganz wichtig, mal zu sagen, hey, super, ich habe den ersten Platz gemacht. Aber irgendwie, das Gemeine beim Pole ist einfach, dass man dauernd am Ball bleiben muss, um einfach die Leistung beizubehalten und wirklich so gut zu sein. Viele sehen eben diesen Sport ja erstmal noch gar nicht als Sport, sondern denken, oh, das ist irgendwas, hat irgendwas mit Strippen zu tun, aus einer Table Dance Bar. Wie erleben Sie das, wenn Menschen das erste Mal sehen? Müssen die da viele Vorurteile aus dem Weg räumen? Also es kommt darauf an, mit wem ich spreche. Also es gibt definitiv Leute, die kennen Pole, Pole Sport, Pole Dance. Die wissen, was wir machen. Und die wissen auch, das hat jetzt nichts mit dem Red Light District zu tun. Auf der anderen Seite, es gibt natürlich immer noch Vorurteile. Aber das Ganze weckt natürlich auch so eine gewisse Neugier. Ne? So. Definitiv. Deswegen sind Sie ja hier und gucken gleich auch noch mal ganz neugierig, was Sie machen. Mhm. Es gibt ja den Begriff Pole Dance und Pole Sport. Wo ist der Unterschied? Also das, was ich im Moment mache, wo ich meine Titel gewonnen habe, das ist ganz klar Pole Sport. Wir haben sehr strenge Richtlinien, nach denen wir arbeiten. Bevor ich mich vorbereite auf so eine Weltmeisterschaft, habe ich eine Fibel, das ist 200 Seiten lang. Und da stehen jede Menge Rules, Regulations, also wirklich jede Menge Regeln. Und natürlich jeder Trick auch im Detail beschrieben. Und also das ist schon richtig auch viel einfach lesen, lernen und dann halt umsetzen. Beim Dance ist es halt sehr viel mehr, also sehr viel freier. Und bei den Weltmeisterschaften jetzt ist auch zum Beispiel, wir arbeiten nach olympischen Richtlinien. Ich musste zum Beispiel einen Anti-Doping-Contract unterschreiben. Also, und die können das ganze Jahr lang bei mir jeden Tag vor der Tür stehen und mich halt auf Doping testen. Was ja letztlich auch richtig ist, weil man will ja diesen Weltmeistertitel natürlich auch haben, weil man was geleistet hat. Aber 200 Seiten lernen, finde ich ja schon sehr verrückt. Ja, das ist auch schon anstrengend. Ich kenne gar nicht so toll. Diese Sportveranstaltung selbst, inwiefern war die wichtig für den Polesport, bei der Sie jetzt teilgenommen haben? Also jetzt dieses CSIT World Games in Spanien war wichtig für den Polesport, weil wir das erste Mal, also Polesports an sich, das erste Mal eingeladen worden sind bei so einer Multisports-Event, genau so nennen wir das. Können wir es auch gerade sehen? Ah ja, genau. Da haben Sie sich jetzt aber auch so akribisch darauf vorbereiten müssen mit diesen 200 Seiten, oder? Genau. Mhm. Haben Sie da eine Choreografie, die Sie wirklich so exakt festlegen? Ja. Oder ist das auch Freestyle, dass man so ein bisschen macht, was einem gerade so gefühlstechnisch in den Kopf kommt? Nee, überhaupt gar kein Freestyle. Das ist so, dass wir sogar einen Monat vorher alle unsere Tricks und was da wirklich genau kommt, akribisch aufschreiben müssen. Und wenn wir von unserem roten Faden in irgendeiner Weise abweichen, dann bekommen wir Punktabzug. Ist das denn jetzt ein reiner Frauensport oder gibt es auch Männer, die das machen? Natürlich gibt es auch Männer. Wirklich? Und die sind ganz super. Wirklich? Mhm. Ja, die sind also wirklich Spitzenklasse. Aber wahrscheinlich eher die Minderheit dann oder eine Unterzahl. Oder habe ich diesen Sport einfach noch nicht aufmerksam genug verfolgt? Ja, vielleicht sollst du es mal probieren. Also es gibt wirklich Männer, die das machen. Wir haben, es ist ungefähr vielleicht ein Drittel Männer. So. Vielleicht ein bisschen weniger. So, aber die sind ja sehr, sehr, sehr gut. Wie sind Sie auf diesen Sport gekommen? Das ist ja schon sehr außergewöhnlich. Das findet man ja nicht an jeder Ecke, wie ein Tanzsportverein zum Beispiel. Mhm. Wie haben Sie da Ihre Leidenschaft für entdeckt?
Also bei mir war das ein ganz lustiger Zufall. Ich hatte mich verletzt. Ich hatte einen Überlastungsbruch an meinem Fuß. Ich musste den genauso behandeln wie einen ganz normalen Bruch. Mhm. Und konnte also gar keinen Sport machen, was für mich wahnsinnig schwer ist. Ich konnte nicht mehr tanzen, ich konnte nicht mehr laufen. Selbst Schwimmen tat mir weh. Und eine Freundin von mir, die hatte ich beim Broadway Dance Center kennengelernt in New York. Und die meinte, hey, probier doch einfach mal Pole und Aerial. Also und seitdem bin ich halt wirklich in die Luft gegangen und bin am Pole stecken geblieben. So war das. Aber nachdem der Fuß dann wieder funktionierte, ging ich da immer noch. Training genau. Natürlich. Da mussten Sie eine Menge machen. Wir haben ein paar schöne Bilder, da können wir mal reinschauen. Vielleicht können Sie uns erklären, wie das Training so abläuft. Ah ja, das Training, naja. Genau, das ist jetzt wo genau? Genau, das ist in dem Studio, in dem ich trainiere in New Jersey. Mhm. Und das sind meine zwei Trainer. Wahnsinn. Genau, und neben dem ganzen Pool-Training habe ich natürlich auch noch Krafttraining. Und das ist auch noch ganz wichtig, wir stretchen jede Menge. Also bestimmt ein Drittel oder vielleicht sogar die Hälfte von unserem Training ist Stretching. Oh, Wahnsinn. Da sieht man, wie viel Arbeit da rein investiert wurde, damit man überhaupt diese Leistung erbringen kann. Na klar. Wir haben jetzt schon ein paar Bilder gesehen, aber ich bin neugierig. Und wir haben uns natürlich ein bisschen was einfallen lassen und wollen mal schauen, wie das tatsächlich im Studio wirkt, wenn Sie so eine Choreografie zeigen. Okay. Deswegen würde ich Sie bitten, kommen Sie am besten mal rüber. Wir haben so eine Pole-Stange hier aufgebaut. Mhm. Sie müssen sich aber noch ein bisschen vorbereiten, oder? Ja, in erster Linie würde ich, ich muss halt noch mal dieses Dry Hands hier. Trockene Hände? Genau. Das mache ich noch mal auf meine Hände drauf. Ist das denn so eine Standardstange hier? Sind die immer so groß oder kürzer? Klar, ist das die Reiseversion? Oder genau, was? Das ist wirklich die mobile Version. Das ist jetzt so semi-optimal, da dran zu hängen. Normalerweise ist es viel, viel besser, wenn der Pol natürlich unten und oben befestigt ist. Wir werden das gleich sehen. Wenn ich jetzt mich da drauf dann drehe, dann schwingt der so ein bisschen, was natürlich eher unangenehm ist. Aber wir haben, ja wir haben uns jetzt eine kürzere Variante, sonst sind Sie bei uns an den Scheinwerfern da oben. Ja. So, das heißt, Sie haben normalerweise natürlich ein Sportoutfit an. Mhm. Das ist das, was wir gerade sehen. Ist natürlich auch sehr luftig. Ja. Ne? Also, ist bei uns im warmen Studio jetzt aber übrigens, auch nicht so verkehrt. Glaube ich, dürfte ich das in meiner Competition normalerweise gar nicht anziehen. Warum? Weil das ist nämlich schon zu tief ausgeschnitten. Wenn ich in einer Pole-Sport-Competition bin, dann müssen wir ein sehr viel höheres Dekolleté haben. Ja. Wie haben Sie die Jury von sich überzeugen können bei diesem Wettbewerb? Ich denke einfach dadurch, dass meine Tricks normalerweise sehr sauber sind. Also ja, die Ausführung ist sehr sauber, ich habe eine gute Extension. Normalerweise habe ich ziemlich schwierige Tricks, die ich zusammengestellt habe. Und es ist auch sehr wichtig, halt das Tänzerische halt, ja, da einzubeziehen. Okay, ich bin gespannt, wie die Performance aussieht. Ja. Die gucken wir uns jetzt auch noch bin an. Auch sofort fertig. Die letzten Schritte, der Jogginganzug muss noch weg. Und dann geht's los. Genau, Haargummi noch rein. Ja. Wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Zugucken. Ich bin auch gespannt, was uns erwartet. Frau Dvorak, bitteschön, Ihre Vielen Bühne. Vielen Dank. Ich muss nur einmal kurz die Hände die Zeit haben Sie. Trippig machen. Und dann können wir starten. Da muss aber wirklich viel Lotion drauf. Ne? Also, ja. Das hört ja gar nicht an. Das ist auch wirklich so. Ich schätze mal, am besten ist, wenn man dann so ein Zip nimmt und dann wird das von innen nach außen gehen. Das ist aber okay, leider nicht Ihre so. Ihre Bühne. Viel Spaß. Danke. Thank you.
Applaus für Sabine Dvorak. Respekt. Respekt. Also was eine absolute Körperbeherrschung. Nehmen Sie Ihren Trainingsanzug am besten mit. Zum Verschnaufen geht's rüber zu uns. Das ist ja der Hammer. Also, das sieht für mich also wirklich so aus, als machen Sie das mal eben so, wie es Ihnen in den Kopf kommt. Wenn man überlegt, dass das eine eigene Choreografie ist, ist ja da schon viel Wahnsinn auch hinter, oder? Wobei, das war jetzt wirklich nur ein ganz kleiner Ausschnitt von dem, was wir normalerweise machen. Klasse. Ja. Wie bereiten Sie sich ernährungstechnisch darauf vor? Ernährungstechnisch? Ja. Gibt es da eine spezielle Sportlerernährung? Oder? Ja, also ich esse... Danke. Essen, rote Beete-Hummus vielleicht was für Sie? Ganz sicherlich. Sicher. Gut, dass wir heute in der Küche sowas haben. Verrückt. Was ein Zufall. Lieben Dank, Miriam. So, jetzt bräuchten wir noch ein Löffelchen. Hier vorne haben wir ihn. Jawohl. So, jetzt bin ich mal gespannt, Frau Dvorak. Was Sie sagen dazu. Können gerne mal probieren. Auch mit Brot. Hervorragende Möglichkeit. Wir bringen gleich noch was zu trinken. Vielen Verschnaufen Dank. Sie erstmal. Kommen Sie erstmal wieder an. Herzlichen Dank für diesen Auftritt. Danke. Und ich gehe wieder zu Miriam. Denn wir haben ja heute noch mehr vor. Wir haben nicht nur rote Beete-Hummus vor, sondern es gibt bei uns noch einen leckeren Sommerdrink. Was denn? Wir machen einen Brombeer-Lassi. Lassi kommt aus der indischen Küche und da wird gerade durch den Joghurt mit Fettgehalt die Schärfe vom Essen so ein bisschen gemildert. Wir machen das jetzt wunderbar, weil Brombeeren haben jetzt die Pflückzeit, machen wir einen wunderbaren Brombeer-Lassi. Super. Wo kommt dieser Begriff Lassi her? Habe ich noch nie gehört. Aus dem Indischen. Mhm. Das ist aus dem Indischen und ist da einfach das typische Getränk. Steht für ein Joghurt-Milchgetränk oder manchmal wird es auch mit Wasser gemacht, aber ich finde Wasser... Hat jetzt nicht so wahnsinnig viel Geschmack, oder? Definitiv. Deshalb nehmen wir lieber was anderes. Himbeeren da rein. Das Schöne ist an der Himbeere, wenn man sich die mal beguckt, die sieht ganz herrlich aus. Eigentlich sind es wie lauter kleine Kirschen. Weil jedes kleine Knüppelchen hat auch noch mal einen Kern drin, was wir nachher beim Trinken merken werden. Das heißt, so ganz fein pürieren lassen tut sie sich nicht, aber sie sind schon jetzt halt sehr fein. Jetzt halt nicht so lange unter die Nase, sonst ist sie gleich aus der Hand raus. Oh! Schlimmeres. Dann würdest du mir den Joghurt und die Milch bitte einfach da rein tun. Ich bin im Kleckern hier der ganz große Künstler. Aber das geht. Dann nehme ich deinen goldenen Löffel. Ist das für dich in Ordnung? Ja, warte, es gibt einen neuen. Oh. Da habe ich den ja gerade schon rumgeschleckt. So viel Schaden muss sein. Vielen Dank. Und die Milch können wir direkt auch drauf tun. Das ist Honig. Also ich würde keinen Zucker nehmen, weil das ist ein bisschen schade. Aber man kann die ganze Milch? Ganze Milch gerne rein. Man kann Agavendicksaft nehmen, man kann Dattelsirup nehmen, auch wunderschön. Und dann wollen wir ein bisschen Frische da rein haben. Und deshalb machen wir ein bisschen Minze dabei. Kurze Zwischenfrage an Frau Dvorak. Wie schmeckt da denn der rote Beete-Hummus? Wirklich, wirklich lecker. Sportler beste Antwort ever. Ja. Also ganz ehrlich, den würde ich normalerweise auch essen. Wirklich sehr gut. Klasse, Kompliment an dich. Vielen Dank. Unser Rezept, das gibt es natürlich auf unserer Homepage hierundheute.de. Das heißt, wenn Sie das Ganze mal ausprobieren wollen, machen Sie das ruhig. Und jetzt eben die Kombi, der Sommerdrink dazu. Genau, machen noch ein bisschen Limettenabrieb da rein. Gibt auch wieder ein bisschen Säurekick noch dabei. Und dann jetzt ist es ganz noch mal laut. Einfach. Aber braucht gar nicht lang. So. Das haben wir noch Crushed Eis? Ein bisschen. Crushed Eis? Also ich habe Gläser. Ja, aber wenn noch ein bisschen Crushed Eis ist, dann haben wir es auch schön gekühlt, weil jetzt kommen die bumsheißen Tage und da wollen wir lieber ein bisschen... Natürlich haben wir in unserer gut sortierten Hier- und Heute-Küche Crushed Eis. Ja. So, jetzt ist es richtig gekracht. Ich halte hier was gegen. Wie viel müssen wir denn haben? Hau mal rein. Oh, guck mal, das ist ein Eisberg hier. Das ist ein Titanic-Block hier. Danke. Aber auch die Titanic hat einen Eisberg geknackt. Und die haben Sie in den Kühlschrank gekriegt. So, das war's schon. Du siehst, es ist super einfach und schnell gemacht. Und gerade jetzt, wo es so warm ist, ist es auch ein schöner Ersatz für eine Mahlzeit, so mittags. Einfach ein Lassi, herrlich. So. Was suchst du? Nee, guck gerade, wo wir unsere Sträume haben, aber die liegen ja schon hier. Augen auf beim Brombeer-Lassi. Genau. So. So. Noch mit rein. Ich würde vorschlagen, die nehmen wir mit. Ja, gerne. Guck mal. Soll ich die beiden nehmen? Sehr gerne. Ladies first. Vielen Dank. Wir verlassen unsere Küche. Wollte ich aber auch noch einen. Sie kriegen natürlich auch einen. Sehr gerne. Alles. Danke. So, bei uns gibt es nicht nur was zu essen, sondern eben auch zu trinken. Sieht mal gespannt, was Sie sagen. Es ist gesund. Vitamin E, Antioxidantien. Hält jung. Prost. Herrlich, jetzt habe ich. Ich löffel den so ein bisschen aus. Ich habe so viel Deko da drauf. Möchtest du meinen Strom? Ich habe auch nicht dran. Das ist ganz lieb. Ich habe doch den goldenen Löffel für solche Eventualitäten.
Das ist ja herrlich. Super lecker. Mhm. Jetzt habt ihr natürlich die Eisvariante da mit dem Froschteis. Bei mir ist es ein bisschen wärmer, aber der schmeckt auch so super. Ja, ist auch schön. Ausgezeichnet. Man kann das natürlich auch herzhaft machen, mit Gurke zum Beispiel und Koriander. Aber ich finde jetzt gerade so im Sommer, wo die Beeren so schön reif sind und schön sind, wunderbare Alternative zu einer heftigen, schweren Mahlzeit. Welche Obstsorten kann ich denn jetzt noch nehmen? Wir haben ja gerade Erntezeit. Ja. Was passt da noch rein? Wo schmeckt das noch? Eigentlich kann alles. Johannisbeeren kannst du mitmachen. Die Himbeeren, die sind reif. Erdbeere, alles. Und wenn man sagt, es ist nicht heimisch, Mangolassi ist so dieser Klassiker, den man eigentlich kennt. Oder den es vielen Supermärkten noch fertig zu kaufen gibt. Aber ich würde immer sagen, man sieht, wie schnell und einfach das ist. Machen. Einfach selber machen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei meinen heutigen Gästen, Sabine Dvorak, unsere Pole-Sport-Weltmeisterin, und für den tollen Auftritt. Und natürlich bei Miriam von der MAK für dieses leckere Rezept, das Sie eben auf unserer Homepage kennen. Wenn Sie Ihren Grillabend mal so richtig aufpeppen wollen, unser Ernterezept gibt es dort. Herzlichen Dank für den Besuch bei uns. Dankeschön. Danke. Und wir gucken jetzt zu Menschen, die auch